Professor Berthold, das Jahr ist noch so jung. Wir haben einen neuen Präsidenten in den USA, wir haben einen neuen Kanzlerkandidaten in der SPD und wir haben einen Vogel des Jahres, den Waldkauz. Warum hat er in dieser Gemengelage trotzdem Aufmerksamkeit verdient? Tja, der Waldkauz ist natürlich ein wunderbarer Vogel. Das sind die anderen beiden vielleicht auch, von denen ich gerade gesprochen habe. Waldkauz ist ein sehr bekannter Vogel, der hat bei uns auch ganz viel in der Geschichte eine Rolle gespielt, zum Beispiel als Totenvogel. Mhm. Früher gab es zum Beispiel die Mär, dass man gesagt hat, wenn der Totenvogel ruft, dann stirbt jemand. Oh. Nun ist so, die Waldkäuze waren früher recht häufig, die haben eigentlich jeden Tag gerufen, es ist auch jeden Tag jemand gestorben. Insofern war das ein ganz einfacher Zusammenhang, aber natürlich hat man das immer rausgepickt, wenn tatsächlich dann irgend sowas passiert war. Wie ruft er denn, der Waldkauz? Es wurde mir gesagt, dass Sie ganz viele Vogelstimmen tatsächlich auch imitieren können. Also den Waldkauz hören Sie in jedem Krimi, der bei uns gespielt wird. Auch dann, wenn er in Amerika gedreht wird, weil meistens die Töne dann hier noch unterlegt werden bei uns. Deswegen werden die meisten sofort kennen. Im Krimi? Also ein bisschen schauerlich. Klingt dieser Ruf, das ist der Waldkauz. Auch hier in Bremen natürlich zu hören. Ich habe heute Nacht, als ich hier schlief, um 1 Uhr mal ein bisschen eine kleine Wachpause eingelegt. Und was habe ich gehört? Im Park, im Bürgerpark, den Waldkauz. Gott sei Dank noch so häufig, dass er noch nicht hochgradig bedroht ist, aber es geht auch mit ihm langsam bergab. Wir haben natürlich Riesenprobleme. Diese Tiere müssen beispielsweise auch bei dem Wetter, was wir jetzt haben, Schneelage, unter dem Schnee Mäuse laufen hören auf große Entfernung, um dann drüber zu schweben, sie zu orten und sie dann zu fangen. Da können Sie sich vorstellen, was los ist, wenn da ein Porsche losbraust, da hinten, was weiß ich, irgendwo irgendwas in die Luft geschossen wird, Feuerwerk oder sonst irgendwas. Die Tiere haben es zurzeit sehr, sehr schwierig. Deswegen ist auch die Waldkauzpopulation im Abnehmen. Immer wer Vogel des Jahres wird, ist jemand, dem es nicht so sehr gut geht. Mhm. Deswegen kann man froh sein, wenn man nicht Vogel des Jahres wird. Also. Wenn du erlaubst, Frau Dreyer, es heißt, dass Ihr Mann, Klaus Jensen, der heute auch hier ist, was uns sehr freut, dass der besonderes Faible für Vögel hat. Ja, das stimmt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und seit ich verheiratet bin mit meinem Mann, kann ich ganz viel über Vögel sagen. Und ich liebe wirklich auch Vögel. Also wir machen oft auch Reisen, beispielsweise 3 Tage, wie wir im MacPomeran Nationalpark tollen Seeadler und Steinadler gesehen haben. Also ich kann mich durchaus begeistern. Und kommt der auch mit Vogellauten? Nein. Füttern Sie auch Vögel im Winter? Wie bitte? Füttern Sie auch Vögel im Winter und im Sommer? Wir haben so ein Vogelhäuschen, aber nicht mehr, nicht weniger. Aber das ist eigentlich total schön, wenn die Meisen, wenn man morgens in die Meisen sieht und so. Können wir hinterher noch mal ein bisschen drüber reden? Schön. Ich unbedingt. Ist das denn gut, wenn man die Vögel füttert im Winter? Einige sagen ja. Also, die anderen sagen nein. Inzwischen ist es so, dass es nicht nur sinnvoll ist, die Vögel im Winter zu füttern, sondern vor allen Dingen im Sommer. Wir haben inzwischen so wenig Futter in der Natur. Diese ganzen Feldfluren, die ausgeräumt sind, in denen es keine Wildkräuter mehr gibt, keine Mohnblumen, keine Kornblumen, keine Kornraten, nichts. Allein in den Weizenfeldern Deutschlands haben wir Unkräuter verloren, die früher ungefähr 1 Million Tonnen Sämereien produziert haben. Und dieses Vogelfutter liegt heute nahe bei null. Die Insekten, das Allerwichtigste für die Jungvogelaufzucht, sind in 30 Jahren um 80% zurückgegangen. Mhm. Das heißt, wir haben heute viele Vögel, die kommen aus dem Winterquartier heim, checken ihre Gegend, stellen fest, die hat so wenig Insekten, dass es gar nicht mehr möglich ist, Eier zu bilden und die zu legen. Dann legen sie auch keine. Da die aber nur 1,5 Jahre alt werden, sind sie im nächsten Jahr tot und die Population geht zurück. Oder sie legen die Eier und stellen hinterher fest, sie kriegen nicht genug Futter zusammen, um die Jungen füttern zu können. Und da ist Vogelfüttern eine fantastische Geschichte. Oh, sehr gut. Ja. Das ist ein Ansporn, dass wir das ganz genau auch weitermachen. Also, da müssen wir, das wäre mal ein Parteiprogramm für die nächsten Jahre. Wie lange, du bist ja Ornithologe, so heißt das ja, ne? Also wie meine Schwester immer sagt, also Fliegen, Vögeln hat was mit Fliegen zu tun. Ja? Meine Schwester Merit Becker, mit mir das zu. Aber da hast du das gelernt, Ornithologe? Du, wie fängt man denn da an? Vom Gymnasium und hast du Ornithologe? Vorher. Als kleiner Junge. Als kleiner Junge, ja. Also
Je früher, desto besser. Weil es ist wahnsinnig schwierig, die Pimmelmetze kennenzulernen, die ganzen Stimmen vor allen Dingen sich einzuprägen. Und es wird zunehmend schwieriger, weil viele Vogelarten so selten werden. Früher hatten wir noch, als ich noch klein war, das große Glück, dass man auch heute seltene Arten jedes Jahr x-mal gesehen und gehört hat. Wenn ich denke, was weiß ich, eine Dorngrasmücke und so was immer. Heute brauche ich vielleicht, oder höre ich in ein, zwei Jahren mal eine einzige, die kann man sich gar nicht mehr einprägen. Das ist heute schwierig. Aber je früher, desto besser. Gar keine Frage. Gibt es denn einen Vogel, der Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist? Dafür gibt es ja heute diese Stimmen alle auf Computern. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Also das, was man da von diesen Konserven runterhört, ist nicht das, wie die wirkliche Stimme. Da fehlt so viel an Klangumfeld dazu. Ich habe oft den, ich kenne alle Vogelstimmen Europas. Können Sie die auch alle nachmachen? Nein, das geht nicht. Manche sind schwierig. Aber es gibt immer mal wieder Fälle, wo jemand was vorspielt und ich erst mal stutze. Und auf einmal stelle ich fest, aha, weil da fehlt einfach ein ganzer Batzen. Und das ist nicht ganz leicht. Deswegen. Also es klingt ja so ein bisschen komisch, wenn so jemand was sowas erzählt, ein Fachmann. Aber ehrlich, seit ich auch einen besseren Blick für Vögel habe, finde ich es ehrlich auch echt was Wunderbares, wenn man in der Landschaft unterwegs ist und sieht dann irgendwo so ein Piepmatz, ja, und hat dann jemand dabei, wie mein Mann, und sagt, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Vogel? Und lernt das dann mit der Zeit. Das ist eigentlich ganz schön. Sie sind aber leicht zu beeinflussen, Frau Dreyer. Nein. Ich lerne aber gerne, wenn mir etwas Spaß macht. Ja, hast du so eine Station, wo du bist und dann morgens, so wie stellt man sich vor, bist du allein und machst einen Kaffee und fängst an, mit dem Fernrohr zu gucken? Ich hatte das große Glück, dass ich in der Vogelwarte Radolfzell arbeiten konnte. Und zwar 60 Jahre lang. Darüber habe ich jetzt auch ein Büchlein geschrieben. Und das heißt, ich war 60 Jahre in einem ornithologischen Institut tätig, was wenigen vergönnt ist. Gott sei Dank bin ich lange genug gesund geblieben, kann das heute noch machen, bin heute noch. Ich habe dort als Schüler angefangen, als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ich habe dann alle Stationen durchgemacht bis zum Direktor, bin jetzt noch als Emeritus dort. Und das ist natürlich eine tolle Zeit. Das Institut ist die berühmte Vogelwarte Rositten, die 1901 gegründet worden ist, die dann später hierher umziehen musste. Also das war das. Rositten? Ja, Kuhgenährung, Ostpreußen. War das für Ostpreußen? Ostpreußen. Mhm. Kann jetzt, ich da mal vorbeikommen? Ja, kann man jetzt. Gehört jetzt zu Russland. Während wir sind am Bodensee mit unserem jetzigen Institut. Mhm. Was für ein Vogel könnte er denn mit dieser tollen Stimme, mit dieser sonoren Stimme gut nachmachen? Was passt da? Kohlgrabe zum Beispiel. Wen? Kohlgrabe. Was? Das können wir nachher beim Essen zusammen üben. Das ist kein Problem dafür. Aber wie reagieren denn die Vögel, wenn sie die anzupfen in der richtigen Sprache? Reagieren die alle gleich? Nein, ganz unterschiedlich. Manche sind, da genügt ein Pfiff und die kommen sofort angeflogen, wie zum Beispiel der Grauspecht. Wenn das jetzt im nächsten Monat losgeht mit der Brutzeit und es hatte noch Grauspechte irgendwo, die allerdings auch sehr selten geworden sind, die reagieren sofort und kommen. Und die nächstverwandte Art, der Grünspecht, den können Sie nachmachen, so gut Sie wollen. Den könnten Sie der Harfe vorspielen. Ja. Der kommt einfach nicht, der reagiert nicht. Da gibt es also riesengroße Unterschiede. Und wenn er dann kommt, was macht er dann? Naja, er schaut, ob da mal auf Gesang reagieren. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Weibchen. Die interessiert sich für ein schönes Männchen. Was macht die dann, wenn sie sieht? Die hofft das Beste. Vögel. Das ist ja eine verlässliche. Dass er einen verlässlichen Partner zumindest für die nächste Brut findet. Okay. Also ganz ähnlich wie bei uns auch. Man kann sagen, ist wie bei uns, oder? Ja, letztlich sind wir das Gleiche. Und die Männchen gucken natürlich, ob da eventuell ein gefährlicher Rival ist und wie der aussieht und wie der einzuschätzen ist. Und nach Möglichkeit versuchen sie ihn zu vertreiben oder im schlimmsten Fall auch umzubringen. Ist denn dieses Grausspechtmännchen eins... Grauspecht, ne? Der Grauspecht. Ist es einer, der jetzt im Moment hier ist oder der sich auf Wanderschaft begibt? Grauspecht ist Standvogel, bleibt bei uns den ganzen Winter hier. Wie der Grünspecht auch. Also von den Spechten zieht nur einer von unseren. Das ist der Wendehals. Der zieht bis Italien, zum Teil bis Nordafrika, kommt dann erst zurück. Das ist ein Ameisenspezialist. Ein relativ kleiner Specht. Die meisten würden gar nicht als Specht eingehen. Hat auch einen sehr schönen Ruf. Ich freue mich auf heute Nacht. Wir sind im selben Hotel. Was haben Sie für ein Zimmer? Was haben Sie für ein Zimmer bekommen? Das passt.
2, 4, 9. Ich würde das dreimal sagen, damit möglichst viele Leute vorbeikommen. Also, Entschuldigung, bitte nicht 2, 4, 8. Ohne Spaß. Ich auch. Ja, super. Aber ohne Spaß, ich habe 2, 5, 0. Nachbar. Ja. Michaela sagt, die bitte jetzt lieber nie. Nein, ich sag nicht, weil du was. Aber mein Manager, dann muss das Zimmer umbuchen. Ich bin gespannt heute Nacht. Wir werden uns bestimmt treffen. Um kann ich dazu eine ganz kleine nette Geschichte, was Vogelstimmen anbelangt, im Hotel nachts. Wir waren an der Grenze nach Thüringen. Mein Oberassistent war dabei. Ich gehe raus auf den Balkon und höre draußen aus dem Nachbarwald einen Sperlingskauz rufen. Geh rein, erzähl das meinem Oberassistenten. Sag, du da draußen ruf einen Sperlingskauz. Nee, er hat ihn noch nie einen gehört. Geht sofort raus auf den Balkon, sagt, und welcher? Ich sag, dort rechts drüben. Stellt sich raus und fängt auch an, er konnte den Ruf natürlich. Geht ihm Nachbar, zimmert die Türe auf. Hört endlich dieses verdammte Gepfeife hier auf. Sie sind wohl ein Vollidiot. So. Es gibt ja eine schöne deutsche Redewendung. Da würde mich sehr interessieren, Sie als Ornithologe, wie das bei Ihnen ankommt, was Sie damit assoziieren. Bei dir piept's wohl. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Oh, das ist an sich was Schönes, wenn es bei einem piept, weil dann hat man innere Vogelstimmen und das ist ja immer was Gutes. Also von daher gesehen, Eben. Das ein komischer Vogel. Keine Beleidigung. Komischer Vogel, sondern, fragt Frau Dreier. Komischer Vogel ist ja auch, es gibt so viele komische Vögel. Insofern, das sind also welcher ist denn der komischste? Oh, das ist schwer zu sagen. Bei 10.000 Arten, das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Mach noch mal einen Hübschen. Ja, wie bitte? Mach noch mal einen Hübschen. Ein Hübschen? Ach, soll ich vormachen? Ja, ja. Ja, Gott, was soll man? Toll, oder? Ja. Super. Hier. Der Decker ist erfahrungsbereit. Das funktioniert. Was ist deine Zimmernummer? Ich fahre nach Hause. Ja. Überlegst dir noch. Ne? Die Gelegenheit. Ja. Woher wissen denn die Vögel? Ich habe gelernt, 50% bleiben hier, unsere Vögel, und 50% gehen in die wärmeren Gefilde. Woher wissen die Vögel, wo sie hin müssen? Fliegen die am Anfang einem anderen Vogel nach oder liegt es wirklich in den Genen und die könnten sich theoretisch alleine auf die Reise machen und wissen, wo sie hin müssen? Also, das ist klipp und klar, das steckt bei den meisten in den Genen. Und das ist schon daraus ersichtlich, dass bei fast allen Vögeln, die wir haben, egal ob das Schwalben sind, Rohrsänger, Grasmücken, wie sie alle heißen, die Jungvögel vor den Altvögeln losziehen. Und ganz alleine, ohne das Altvögel als Führer, auch bei unseren Störchen, die Störche, unsere Weißstörche, da ziehen die Jungstörche ungefähr 14 Tage vor den Altstörchen los und da sind keine Führervögel dabei. Das heißt also, der Zeitpunkt des Aufbruches, die Richtung der Wanderung und die Geschwindigkeit und so weiter, alles Dinge, die sind alles genetisch fixiert, bei den allermeisten. Nicht bei allen, es gibt auch welche, die im Familienverband ziehen und wo dann also die Jungen mit den Eltern wandern, zum Beispiel die Gänse, die etwa von Sibirien nach Holland kommen und Schwäne, die hier durchziehen. Aber bei den meisten Arten ist es eine Frage der Genetik. Ich habe auch gelernt, dass die also bis zu 4.000 Kilometer zurücklegen. Riecht das richtig? Teilweise also, sogar 20.000. Einer fliegt ganz um die Erde, irgendwie eine Art. Also, wie machen die das? Also, das ist schon, der Richtwert ist ganz gut. Es ist so, also die längste Flugstrecke, die wir überhaupt haben, sind 80.000 Kilometer in einem Jahr. Das machen Seeschwalben, die irgendwo ganz oben zirkumpolar brüten und bis runter in den Südseebereich fliegen. Küstenseeschwalben und dann die Antarktis umwandern und wieder zurückkommen. Wir haben früher ausgerechnet 40.000 Kilometer. Jetzt können wir kleine Sender auf die Vögel anbringen. Und die messen alles, was die auch unterwegs an Rechts- und Linksflügen machen. Und dann kommen die zurück. Und dann, wenn man das ausliest, sind wir bei 80.000 Kilometern. Das ist relativ viel. Aber die können auf dem Wasser landen. Die können sich Zeit lassen. Das ist alles nicht so furchtbar aufregend. Aufregend ist, dass es Vögel gibt, die etwa von Neuseeland nach Alaska und umgekehrt 12.000 Kilometer nonstop fliegen, ohne ein einziges Mal zu landen. Aber wie machen die das? Müssen die nicht schlafen, Vögel? Die sollten schon schlafen und tun das auch, aber ein richtiger, guter Vogel. Der schläft nicht. Der kann auch im Fluge schlafen. Im Flug? Im Flug schlafen, ja.
Ohne die Richtung zu ändern und ohne abzustürzen. Ja, ohne abzustürzen, sonst gäbe es sie nicht mehr, ohne die Richtung zu ändern. Das muss man sich natürlich nicht so vorstellen wie bei uns, dass da also da alles wegklappt. So also wie wir, drei doppelt oder sowas, das ist, da ging das nicht. Sondern, naja, da geht schon was. Sondern die machen das so, da schläft eine Kopfhälfte und die andere Hälfte bleibt wach. Das ist ein sogenanntes semi-hemisphärisches Halbseitenschlafen. Und das machen die Vögel nicht nur in der Luft. Das geht das bei uns nicht. Ja, ja. Ja, also ansatzweise... Mario Basler fragt ja, zu Recht, warum genau. Geht das beim Menschen nicht? Ansatzweise können wir das auch. Ja, die wären im Spiel auch noch schlafen können, immer zwischendurch. Ja, also ich kenne Spiele, ich habe Spiele geguckt, da hatte ich so die Idee, dass beide Mannschaften alle das machen. Also wir kennen das ansatzweise auch. Es gibt Soldaten, die im Krieg sehr viel laufen mussten. Und die sagen, wenn sie Riesenmärsche machen mussten, sind sie in der Gruppe marschiert und sind dann zwischendurch immer eingenickt, ohne aber zu stürzen. Dann nach kurzer Zeit wieder auf und das ist ab und zu passiert. Und danach hatten sie das Gefühl, dass sie eine gewisse Erholungsphase durchgemacht haben. Und ich bin in meiner Jugend sehr viel mit dem Fahrrad gefahren, als Schüler, oft nachts, um den Tag zu gewinnen. Und da gab es natürlich nicht selten Fälle, wo man auf dem Fahrrad nachts kurz eingenickt ist. Es gab schlimme Fälle, da ist man dann auf der anderen Seite im Straßengraben wieder aufgewacht. Das Rad war verbogen, etliches am Körper auch. Aber es gab auch Fälle, wo man sich wieder gefangen hat und dann wieder gefahren ist. Und wenn das ein paar Mal passiert war, hat man nach kurzer Zeit das Gefühl gehabt, man hat eine gewisse Erholung. So muss man sich das vorstellen, funktioniert das bei den Vögeln. Also ein kontrollierter Schlaf. Und nehmen wir mal die Mauersegler, die jetzt gerade alle weggezogen sind. Die Mauersegler, diese schwarzen Turmschwalben, die da bei uns um die Gebäude rumfliegen, die sind jetzt in Afrika. Die bleiben den ganzen Afrika-Aufenthalt über dem Regenwald in der Luft, jagen dort und schlafen, Nacht für Nacht. Und dann kommen sie zurück und das erste Mal, wo sie wieder landen, ist, wenn sie hier in Frankfurt oder in Bremen zurückkehren und dann wieder ihre Türme in der Kirche oder sonst wo beziehen und da wieder in Bremen. Das ist der einzige Fehler, in Frankfurt oder in Bremen zu landen. Das sagt ein ehemaliger Bremer, das gibt's ja nicht. Der Ben Becker würde sagen, da muss man runter, nicht? Da bleibt einem, da haut es einen sozusagen aus der Luft. Naja, aber die bleiben tatsächlich, also die sind 10 Monate in der Luft und dann gehen sie erst wieder aus der Luft herunter. Also das ist schon unglaublich. Ich habe eine letzte Frage, denn die Zugvögel sind ja so ein bisschen in Verruf geraten, ne? Durch die Vogelgrippe, die jetzt überall herrscht. Ja. Und es heißt ja immer, dass die Zugvögel diese Viren, Bakterien, was auch immer das ist, jetzt nach Deutschland bringen. Genau. Sie sehen das anders, richtig? Ja, also das ist natürlich, sagen wir mal, etwas, was uns vorgegaukelt wird. Wenn dem so wäre, dann müssten wir natürlich sehen, wie etwa von Ostasien sozusagen der Weg zu uns gepflastert wäre mit irgendwelchen vogelgrippekranken Vögeln. Das ist aber nicht der Fall, sondern die tauchen irgendwann auf, sozusagen wie aus heiterem Himmel sind die plötzlich hier und dann möglichst noch in einer geschlossenen Anstalt, wo man gleich 10.000 umbringen muss. Also inzwischen vermuten eigentlich alle seriösen Wissenschaftler und viele Vogelfreunde und Leute, die sich da gut auskennen, diese Sachen werden eingeschleppt durch Vogeltransporte aus Ostasien hierher und auch durch Vogelfutter, was unkontrolliert hier reinkommt. Was heißt Vogeltransporte? Vögel, die man isst? Also beides. Zum die gegessen werden? Oder Ziervögel? Nein, das sind alles Speisevögel. Also die in, als Jungtiere zum Beispiel aus Ostasien über die Türkei bis zu uns kommen und an Weihnachten natürlich Unmengen Gänse aus dem asiatischen Raum. Und wenn man mal sieht, wie da hinten im Osten die Vögel gehalten werden, in welchen Giga Massenhaltungen, davon machen wir uns gar keine Vorstellung, in wie dort die hygienischen Bedingungen sind. Dort gibt es immer Vogelgrippe. Und ab und zu kommt sie eben auf diese Weise zu uns und dann heißt es immer bei uns Zugvögel, Zugvögel. Also da muss man die Zugvögel sehr in Schutz nehmen und da sollte man in Zukunft ein bisschen genauer hingucken und vielleicht auch mal nach diesen Instituten gucken, die uns da immer von den Zugvögeln die Geschichte erzählen, wie die wahren Zusammenhänge sind. Also das wäre mal eine interessante Frage. Die arme Frau Dreyer, die wird für heute Abend für alles haften. Ich habe niemanden hier angeguckt. Also ich beschuldige nie die Zugvögel. Ich bin dann eher konfrontiert mit der Situation, wenn irgendwo Vogelgrippe ist. Ja. Das ist natürlich dann auch oft ein Drama, muss man sagen. Dann sollte man natürlich Maßnahmen treffen, gar keine Frage. Ja. Wunderbar. Professor Berthold, ich bin sicher, wir werden im Laufe der Zeit noch viel von Ihnen erfahren, aber für diesen Moment erstmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch.